Hallo, liebe Judo-Schulen-Judokas und Gäste, die hier heute mitmachen. Ich habe eine gute Nachricht. Ab nächste Woche dürft ihr wieder in die Judo-Schule kommen, hier drin mit trainieren. Schlechte Nachricht ist aber, wir müssen das kontaktlos machen. Das heißt, wir werden schon ein ähnliches Training machen, wie wir es jetzt online machen. Ob wir nochmal Videos machen, kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Ich muss schauen, wie das mit der Zeit hinhaut. Aber es könnte sein, dass es unser letztes Video ist, erstmal für eine gewisse Zeit. Ansonsten heute wird unser Thema sein Tsurikomigoshi. Letzte Woche, wenn ihr euch daran erinnert, haben wir Crossgrip gemacht. Ja, also einseitige Fassart. Heute wird unser Thema sein Tsurikomigoshi. Ihr braucht ein Judo-Kit erstmal ohne Puppe. Dann braucht ihr euren Gürtel. Dann braucht ihr natürlich eure Wurfpuppe. Und ihr benötigt wieder eine dicke Decke oder eure Matratze, werdet ihr natürlich wieder fallen. Wie ich immer sage, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, mal uns aufs Fallen nochmal zu konzentrieren, was wir recht wenig im Training machen. Das können wir jetzt so ein bisschen machen, weil wir fallen ja auch nicht durch den Partner. Ja, wir fallen eigentlich gerade gar nicht und Fallen ist sehr wichtig, mit das Wichtigste im Judo. Und deshalb holt euch wieder eine dicke Decke oder eine Matratze, dass wir fallen können. Okay, ich warte nochmal schnell, bis ihr alle zusammen habt. Vielleicht wollt ihr einen zweiten Judoanzug holen, dann braucht ihr eure Puppe nicht entkleiden. Und vielleicht einen zweiten Gürtel holen. Und dann warten wir noch so ein bisschen. Die Coco macht heute wieder mit. Ja. Hatte gerade auch nicht so richtig viel Training. Deshalb macht die... Oh, kürzer bitte. Egal. Deshalb macht die hier mal ein bisschen mit. Unterstützt mich dabei, weil ich ja schon alter Mann bin. Nicht mehr so hart trainieren kann, wie ihr alle zusammen. So, machen wir auch Griffkampfübungen heute, ja, zum Krafttraining. Machen wir ein bisschen was für eure Arme, für eure Finger. Machen wir das dann. So, jetzt müsst ihr langsam alles haben. Wir starten mit einfachen Übungen. Ja, machen wir ein bisschen Seilspringen zuerst. Drückt immer auf die Uhr. Wir laufen durch das Seil durch, auf der Stelle. Wir laufen durch das Seil durch, 30 Sekunden lang, immer mit dem linken Bein durch zuerst, 30 Sekunden lang mit dem rechten Bein durch. Seid ihr bereit? Und los geht's! Ich sag wechseln, dann gleich wechseln. Ja. Ups, einmal zu kurz zu durch hier. Zehn Sekunden. Ihr müsst ein bisschen gucken natürlich oben. Wenn die Lampe da ist, müsst ihr ein bisschen auf die Seite gehen, nicht dass ihr was runterholt. Und Seite wechseln. Rechts ist durch. Könnt ihr euren Gürtel ja ein bisschen kürzer nehmen und dafür auch nicht so hoch schwingen. Ich habe ja auch einen recht kürzen Gürtel. Dann funktioniert das. Die Judo-Schule ist auch nicht so hoch. Gut. Zwei Übungen. Wir nehmen den Gürtel auf die Hälfte. Ein bisschen was von unserer Schultern. Na. So. Gehen hinten runter und wieder hoch. Oh, der Gürtel ist definitiv zu kurz. Oh. Drei Sekunden. Ja, habt ihr es probiert? Und los geht's. Schön durch. Ich muss mich da ein bisschen drehen. Hey und stopp! Gut, wir nehmen den Gürtel wieder wie ein Seil zum Springen. Und jetzt gehen wir abwechselnd durch immer. Wer es durchschneiden kann, kann es schnell. Ich kann es mit dem Gürtel leider nicht schnell. Ja, das
Langsam, zack, 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 zack. Okay? Eine Minute, fertig. Und los geht's. Nicht im einen Bein schwingen, sondern so schnell, dass er... Boah. Sekunden noch. Gut. Dann halbieren wir den Gürtel zweimal. So, dann gehen wir mit dem Ellbogen so durch, gehen hinten runter und auf der anderen Seite wieder hoch. So, ich zeige es von hinten. Ellbogen durch, hinten runter, andere Seite hoch und durch. So, ich zeige es der Coco nochmal. Ist ja nicht so einfach, koordinativ nicht so einfach. Ganz langsam. Also ich stecke zuerst den Ellbogen durch. Oh, so. Ja, jetzt hinten runter. Dann muss ich den hochnehmen. Andere Hand. So. Nee, ich will nicht. Jetzt hinten runter. Andere Gürtel, andere Ellbogen rein. Und so hoch. So. Also, ihr müsst hier hoch, da ist ein Ellbogen reinstecken, hinten runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Mit dem Ellbogen. Zack. Dann mal die Seite wechseln, einen anderen Ellbogen mal durch. So Altherrenübungen, also uralte Übungen, die wir früher mal gemacht haben, die ich da ausgekramt habe. So. Corona hat ja auch was Gutes. Ich gucke mal wieder meine alten Unterlagen, was wir früher gemacht haben. Vieles war nicht schlecht. Hat es drauf? Ja, jetzt läuft's. Los. Genau. Okay, noch 30 Sekunden. Los geht's! Wechselt jetzt mal die Seite. Einmal auf die eine, einmal auf die andere Seite. Gut, und stopp. Sehr gut. Dann nehmen wir den Gürtel lang zum Springseil und wir springen eine Minute lang ganz normal durch. Ja, beidbeinig, eine Minute, fertig und los geht's. Ihr dürft gerne die ersten 30 Sekunden mit Zwischensprung machen. Und dann aber ohne. Aber jetzt ohne. Ups. Kaum geredet. Schon nicht mehr konzentriert gewesen.
Noch 10! Und stopp! Gut. Wir nehmen den Gürtel doppelt. So. Springen so durch. Und jetzt geht's hinten hoch. Und hinten hoch. Na so, los geht's. Beide Beine durchspringen bitte. Hopp. Hopp. 10 Sekunden noch. Und stopp. Nochmal halbieren. Jetzt wollen wir keine Angst, um die Lampe zu haben. Hier durchspringen und wieder hinten hoch. Und hinten hoch. Da war knapp. Das nicht. Ja, schon eine Mutprobe. So, springen. Zeit läuft. 30 Sekunden. Und los geht's. Ich laufe und springen. Ich traue es nicht. Ah, super. Jawohl. Jetzt läuft's. Sehr gut. So. Noch eine schwere Übung. Ja, die was vom Gürtel habt. Wir springen so vor und zurück. Ja, mal gucken, ob ich es hinkriege. Wer sich es nicht traut, der kann seine Matratze oder seine Decke hinter sich legen. Weil wenn, dann fallen die immer rückwärts. Okay, also vorne durch. Hinten zurück. Ja, vorne durch. Hinten zurück. Uah. Okay, 30 Sekunden lang. Los geht's. Springen, nicht laufen. Jawohl, der war gut. Noch 15. Oh, jetzt hier. Super. Ah, doch abgegangen. Der war nicht schlecht, Coco. Super. Und stopp. Gut. Okay. Können wir kurz was trinken? Nur zur Griffkraft kommen. Also. Erste Runde. Ihr nehmt den Gürtel so, dass er nach vorne runterhängt. Und ihr müsst ihn mit einer Hand gestreckt so aufrollen. Ja? Und schön die Hand nach vorne halten. Dann müsst ihr irgendwann mal die Technik ändern. Ja. Wenn es auseinander geht, könnt ihr die zweite Hand kurz dazu nehmen. Vielleicht müsst ihr die ersten paar Runden so machen. Und dann könnt ihr mit Daumen außen, aber schön gestreckt. Der Arm und hoch damit. Boah, das stimmt jetzt schon an. Huh! Ja, meine Fingerfertigkeit. Oh, zu steif. Jetzt.
Muss ich anfangen einrollen, Doko. Wir werden anfangen ein, von Hand. Das sind zwei Hände. Das ist besser. Okay. Den Anfang könnt ihr sicher mit zwei Händen einrollen. Und dann ist hoch. Ihr seht, die Rolle wird immer größer. Oh. Und ihr müsst das Handgelenk immer so dann drehen, dass der Gürtel hochkommt. Oh, ich muss kurz Pause machen. Könnt ihr wieder gerade machen dann natürlich. Und dann wieder hoch, bis ihr den Gürtel oben habt. Ich hab's gleich. Jetzt geht's einfach. Das Ende geht einfach. Oh, das Ende ist schon anstrengend. Oh, meine Finger, mein Arm, mein Handgelenk. Oh, ich hab's. Oh. Okay, dann will ich die Seite wechseln. Auch nach vorne runter. So, also nach vorne runter hängen lassen. Und wir drehen nach hinten. Wir drehen gleich auch in die andere Richtung. Ja, ist besser. Bisschen besser. Oh, jetzt tut's weh im Handgelenk. Oh. Los, hoch damit. Ich hab's gleich. Ja, guck auch fast. Du musst den Arm strecken, Coco, nicht anwinkeln. Schön strecken den Arm. Gut, ich hab's. Jawohl. Okay. Boah. Jetzt muss sie oben spannen. Jetzt machen wir es, damit sie unten spannt. Jetzt dreht es genau andersrum auf. Das heißt, anfangen, vielleicht selber anfangen, so. Jetzt dreht ihr es andersrum auf. Wie gesagt, alles alte Übungen, in denen wir früher gequält wurden. Oh. Boah, das kommt schneller als ich. Gibt's ja gar nicht. Oh. Oh, die rechte Hand ist echt schwach. Mann, gibt's ja gar nicht. Ah. Ah. Oh. Oh. Also ich gucke schon. Nein. Nicht? Oh, der ist doof. Was dann gefallen ist, doof. Aber ich hab's gleich. Oh, ich muss eine Pause machen. Mann, so eine Scheißübung, gell? Aber nicht schlecht. Jetzt geht's mal weiter. Ja, komm. Ich hab's gleich. Gut. Oh. Und andere Seite. Letztes Mal diese Übung. Ersten zwei Runden selber einrollen mit zwei Händen. Ach, da geht ja gar nichts. Ah.
Ich werde da hinfassen, habt ihr gesehen? Sie haben gemogelt. Aber ich schaff nicht, so ein Scheiß. Dieser ist so ein Kacke. Oh Mann. Wieso geht es nicht? Ich muss kurz scheißen. Ihr dürft auch scheißen, aber es physisch, ich sehe es ja nicht. Ja, das haben wir früher auch gemacht. Oh Mann, ich krieg's nicht hin. Oh. Oh. Kurz Pause. Oh, die kommen gut. Super. Okay. Gut, ich hab's. Ist hingemogelt. Jetzt können wir den Gürtel wegmachen. Ihr nehmt den Judeanzug. Ihr nehmt den Ärmel. Ihr streckt eure Arme so. Und jetzt rollt ihr den Ärmel so ein. Dann rollt ihr ihn wieder ab. Und rollt ihn gleich auf der anderen Seite wieder hoch. Dann rollt ihr ihn wieder ab. Und auf der anderen Seite wieder runter. Okay, eine Minute lang. Fertig. Und los geht's. Und dabei die Arme schön strecken. Oh, Halbzeit, jetzt wird es anstrengend. Für mich. Einfach gucken aus, sehr gut. Oh. Ah. Oh. 15 Sekunden noch, komm, durchhalten. Ihr schafft das. Ihr seid besser als ich, komm schon. Und noch 5 Sekunden. Oh Gott. Und stopp. Oh. Gut. So, nächste Aufgabe. Wir halten den Judeanzug so hoch am Revers. Lass ihn fallen und fass ihn ganz schnell mit der anderen Hand zu. Die andere Hand, die hängt unten. Ja, so. Und dann, wenn er fällt, zack, schnell zufassen. Kopfhöhe halten, fallen lassen, zufassen. Kopfhöhe halten, fallen lassen, zufassen. Okay, immer im Kragen zufassen. Los geht's. Eine Minute lang. Flott, ihr könnt schon anfangen. Braucht nicht mal ein bisschen Uhr anstellen. Und mit gestrecktem Arm hoch. Ja, also. Zack, zack, zack. Oh Mist, verpasst. Im Fallen fangen, nicht oben übergeben. Ja, sondern im Fallen fangen. Der muss auf dem Unterweg sein. Und nicht so hoch, sondern gestreckter Arm hoch. Und schnell zufassen. Durchhalten, Halbzeit. Daneben. Gut, und stopp. So. Letzte Kraftübung. Wir legen uns auf den Rücken. Die Füße in den Judeanzug rein. So an die Schultern. Die Arme so abgewinkelt. Ja? So reicht der Winkel. Und jetzt pressen mit den Füßen gegen die Arme. Du musst das halten. Richtig nicht so muschi-muschi, sondern richtig pressen. Richtig pressen. Erstes Festhalten müssen mit deinen Finger. Finger richtig reinkrallen. Okay? Und das müsst ihr 30 Sekunden halten.
Los geht's! Und richtig pressen, Finger zusammen machen. Sonst bringt das nichts. Ja? Die Füße müssen gewinnen wollen. Und rechter Winkel. Drücken! Halt und kommt schon. 15 Sekunden. Locker, locker, locker. Locker halte ich das. Oh. Drücken! Und festhalten! Festhalten die Arme! Noch 5! Halten! Halten! Anstopp! Kurz Pause, 10 Sekunden. Dann dasselbe Ding nochmal. Wir haben es dreimal, dann ziehen wir durch. Und los geht's! Halten, 30 Sekunden halten. Und richtig Finger zusammen, rechter Winkel in den Armen und halten. Drücken, drücken, drücken. Los! Den Kopf müsst ihr hochnehmen. So, 10 und schauen. Halten 10 Sekunden. Los, drücken. Und Pause. 10 Sekunden Pause. Achtung, letztes Mal. Und los geht's. Die letzten 30 Sekunden. Drücken, drücken und halten. Drücken, volle Gegendrücken. Weiter. Drücken. 15 Sekunden. Los, nochmal mehr Druck erhöhen von Beinen. Das muss richtig zittern bei mir. Und ich hoffe, ich auch. 5 Sekunden. Oh. Und stopp. Gut. Fertig sind wir. Okay, dann könnt ihr den Kittel weglegen. Nachher wieder eure Puppe anziehen. Oder jetzt gleich, wenn ihr wollt, könnt ihr kurz was trinken. Wir machen schnell eine Pause. Und ihr könnt euch die Decke oder eure Matratze holen. Wir machen das Fallen heute. Ganz normal, ohne irgendwelchen Zusatz, Bim Bam. Ja. Ich warte mal kurz, ich denke mal, ihr müsst auch eure Puppe ankleiden. Also einfach die drei Fallarten, machen wir ganz normal durch. Und da möchte ich ein bisschen mehr Zeit auf die Tsurikomigoshi-Geschichte verwenden. Und auch auf die Rolle-Laufwirk-Geschichte nochmal, dass wir die wieder nochmal wiederholen. Da ist aber Fallen halt nicht so ausbreiten. Okay. Wir legen los. Wir machen drei Fallarten jeweils 20 Sekunden. Also eigentlich insgesamt fallen wir zuerst rückwärts, dann seitwärts, rechts, links und dann Judo-Rolle vorwärts. Okay. Fertig und los geht's. 20 Sekunden lang rückwärts fallen. Und wir wechseln seitwärts fallen, rechts, links. Und dann am Schluss noch die Judo-Rolle vorwärts, rechts und links. Gut. Okay. So, dann können wir die Matte. Die brauchen wir nachher nochmal zum Tsurikomigoshi, nicht allzu weit weglegen. Schiebt sie ein bisschen auf die Seite. So, wir starten mit Tsurikomigoshi. Braucht ihr eure Puppe? Machen wir ein bisschen langsam, weil vielleicht müssen noch einige ein bisschen Hand anlegen an die Puppe.
Sorikomigoshi ist zurzeit, in den letzten Jahren zu einem recht wichtigen Wettkampfwurf geworden, weil der Griffkampf hier minimiert wurde. Ja. Im Gegensatz zu früher hat man halt nicht so viele Chancen, den Griff zu lösen. Deshalb bietet sich Tsurikomigoshi sehr gut an, bei verschiedenen Griffarten zu werfen. Ja. Nummer 1, wir starten mit dem normalen, publiken Tsurikomigoshi. Das heißt, bei einer Gegenauslage, Partner umgefasst. Ja, so. Partner hat auf eure Schulter gefasst, so müsst ihr euch das vorstellen. Ihr reißt ihn an, schiebt hier euren Ellbogen drunter, macht eure zwei Schilde zum Eintritt tief hoch und werft. Schöne Körperdrehung beim Werfen. Ja, jetzt heißt aus der Richtung anreißen. Hier und runter ist eine Gegenauslage, ja, die gefasst wurde. Tief hoch werfen. Okay. Und jetzt geht eine Minute den normalen Tsurikomigoshi werfen. Und los geht's. Schön Ellbogen unten rein. Sehen wir mal einen neuen Trainingspartner. Kam jetzt neu dazu. Ist Corona getestet. Anreisen. Hoch den Partner, wenn eure Puppe klein ist. Ja, dann könnt ihr ja deutlich, denn ihr könnt ein anderes Mal richtig machen. Der wird sonst immer ziemlich vernachlässigt in den Trainings, weil der Partner zum Teil selber auf die Zehenspitze steht. Hier könnt ihr jetzt so richtig den anreißen. Ja. Hoch, Ellbogen drunter. Werfen. So. Dann bleiben wir bei diesem Griff und wir starten schon mit so dem Tsurikomigoshi, eine Abart vom Tsurikomigoshi. Jetzt drehe ich es mal in die andere Richtung ein, schiebe den Ellbogen hier rüber, wie zu einem umgekehrten Morote Senage. Das heißt, der Anriss und statt in diese Richtung, drehe ich in diese Richtung ein. Ja? Der Ellbogen ist über meinem Arm, also nicht hier irgendwie drunter stecken und so machen. Über meinem Arm, ihr seid ganz drin, Zug und den Körper drehen, ganz weit drehen, Zug am Arm, Zug am Gewehr. Bumm. Tode Tsurikomigoshi. Hopp, hier hoch. Eins, zwei. Bumm. Eins, zwei. Bumm. Und los geht's. Eine Minute. Loslegen. Ein bisschen aus dem Bein raus, in tief gehen. Jawohl, da läuft es schon besser. Ja. Also rein aus dem Bein raus, gucken, könnt ihr auch ein bisschen tiefer gehen. Jawohl. Wird von vielen auch auf den Knien geworfen, dieser Wurf. Ja? Tsurikomigoshi, wie Morote, wie Ponzionage, zum Teil ganz schön tief, den ich zum Teil auf den Knien unter. Gut. Kugel wieder richten. Da seht ihr, ich biete euch immer mit dem Training ein bisschen was Neues an. Und was euch irgendwann mal gefällt, könnt ihr ein paar Mal noch wiederholen. Ja, wenn euch letztes Mal ein Cross-Grip besonders gut gefallen hat oder euch das irgendwie liegt, könnt ihr ja diese Techniken mal öfters wiederholen. Wenn euch das hier gefällt, wiederholt das öfters. Ihr habt ja immer so eine Woche Pause bis zum nächsten Training oder bis zum nächsten Livestream. Dann könnt ihr das ja nochmal wiederholen. So, wir sind nicht fertig mit Tsurikomigoshi. Es gibt noch ganz viele Arten. Nächste Art. Beide Arme fassen, das ist so der gängigste. Ja? Wird auch beim Griffkampf oft bevorzugt, weil der Partner nicht so gut greifen kann. Ja? Wenn ihr so einen Griff habt, ihr habt den hier so, könnt dazu noch rechts und links eindrehen, ohne was verändern zu müssen.
Ja? Wir können auch die Reaktion vom Uke ausnutzen, wenn der ausweicht. Da gibt es so viele Dinge aus dem Griff raus. Der ist Weltklasse, wenn er den hinkriegt. Ja? Also hier anreißen und dann wie Morotte Sionage Ellbogen reinstecken. Nur ist der Ellbogen nicht unten drunter, sondern da geht oben drüber. Ja, so ist es am besten. Beide Arme ziehen, Körper drehen. Körperdrehung da ganz wichtig. Ja, weil ihr nur die Arme habt. Von den Ärmeln dauert es ein bisschen länger, bis die Kraft da ankommt, wo sie wirken muss. Bumm. Dann haben wir das gleiche auch sofort zur anderen Seite. Hopp, andersrum. Immer wieder hochziehen an den Ärmeln. Rein, rechts, rein, links. Suri Komigoshi in beiden Ärmeln. Eine Minute, los geht's. Zeit läuft. Aktiv, auch da aus den Beinen raus. Dann einfach nur Popo reinschieben. Wir müssen rauskalibrieren aus den Beinen. Schön hoch. Jawohl, ihr seid immer gut. Ja, jetzt läuft's. Auch ein bisschen, weil natürlich die Puppe anders reagiert als Mensch. Aber die Grundzüge stimmen. Ja. Es ist dann wichtig, dass wir drin bleiben in diesen Bewegungen. Dass wir einen schnelleren Einstieg haben, dann, wenn es wieder losgeht. Dass wir nicht diese ganzen Bewegungen von vorne lernen müssen. Das ist das, warum ich gerne mit der Wurfpuppe trainiere. Krafttraining brauchen wir nicht so. Können wir jeden Tag irgendwo im Internet gucken. Wollen wir nichts vormachen. Gut! Super! So, was gibt es noch für Tsurikomigoshis? So, wir haben den Partner, der hat hier oben gefasst. Jetzt könnt ihr hier so zufassen. Ja? So, an den Arm, an den Ellbogen. So. Und dann hier hochschieben. Ich zeige es mal hier so. Seht es besser. Hier hochschieben und dann einbringen. Ich ließ so eine Tsurikomigoshi. Nur, dass ihr das hier ausnutzt, dass der euch hier hat. Dann könnt ihr so hinfassen. Finger zu euch. Ja. Anreißen. Tief gehen. Hoch und werfen. Ja. Also Finger zu euch. So könnt ihr auch den Ärmel vorne fassen. So geht es auch. Ja, wir haben jetzt mal die Situation, der hat gegriffen und jedenfalls in Ellbogenhöhe und dann geht er zurück, Komigoshi rein. Der muss nicht fallen, aber vielleicht kriegt er die Hand oben weg. Und dann könnt ihr weiter eure nächste Technik machen. Okay? So, jetzt machen wir auch gleich rechts und links abwechseln. Eine Minute und los geht's. Auch schön von unten den Arm hochschieben. So, von unten den Arm hochschieben. Sehr gut. Gut, noch 10 Sekunden. So, super. Jetzt kommen wir noch zu einer Technik, die... Mal kurz auf die Uhr gucken. Geht noch. Ja, auch geht wie Ogoshi. Nur, dass es so hingeht. Ja, und dann sind so ganz komische Dinge entstanden. Ich glaube, Basile macht sowas. Fabio Basile, Olympiasieger. Überraschend Olympiasieger bis 66, Italiener. Ja, dann geht die unten rein. Macht das, glaube ich, links. Da geht die unten rein und wirft so auf den Knie. Denn so drüber. Ja?
So, ich versuche das mal langsam zu zeigen. Also der hat einen, der hier oben fasst, in der Gegenauslage. Der geht hier unten runter so. So. Und dann springt er auf die Knie. Die andere Hand lässt er los. Ja. Dann springt er auf die Knie vor den Partner und geht wieder über den Kopf nach vorne. Ja, rollt auch mit. Zum Teil macht er eine Rolle vorwärts. Ja, ein ziemlich überraschendes Ding, was der da macht. Auch eine Art von Tsurikomigoshi. Also da gibt es ganz, ganz viele Abarten, wenn man da mal guckt. Wir haben jetzt die paar Hauptarten gemacht und jetzt machen wir noch so ein bisschen so eine Wettkampfversion, die auch mal üben könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auf eurer, ihr habt ja daheim keine Matten, könnt ihr gerne das auf eurer Decke oder auf eurer Matratze machen. Ja, ich zeige das langsam vor, immer wieder, weil das schon ein bisschen was Neues für viele. Wir haben auch einige dabei, die ja nicht so lange Judo machen. Also, er geht hier unten rein, so, der fährt oben drüber, der geht sofort dem entgegen, überdreht sich, lässt sich auf die Knie fallen und kippt den über den Kopf so nach vorne. Ja, rollt auch zum Teil mit einer Rolle so mit. Okay. Nochmal. So. Unten rein, die Hand geht hier oben drüber, jetzt fällt er unten runter und wirft den so drüber. Ja, ich weiß, ob ich genug Platz habe für die Rolle. Ich kann es mal mit Rolle zeigen. So, zack, und dann rollt er so mit. Ja. Okay, auch eine Form von Tsurikomigoshi. Los geht's, eine Minute lang. Ihr seht, ihr könnt eigentlich jeden Wurf mit der Puppe werfen. Selbst so ein abgefahrenes Ding. Und los geht's! Ihr könnt es ja auch nochmal auf Video angucken. Ihr könnt ja immer wieder zurückspulen, vorspulen. Soll ich überdrehen, Coco? Ja, überdrehen. Du musst überdrehen. Ganz rüber gucken. Komm hoch. Ihr müsst überdrehen. Ja? Sag's mal mit der Coco zusammen, wenn die reingeht. Muss die so weit drehen, bis sie jetzt hier ist und auf die Knie fällt. Bis wir bis gucken. Und jetzt kippst du nach vorne über den Kopf. Genau so. Hopp. So, genau. Mehr im Kopf. Ein bisschen mehr Schwung. Hopp, überdrehen. Eine Runde auf die Knie. Jetzt über den Kopf nach vorne. Ja, genau so. So, dann über den Kopf nach vorne. Früher durfte man die Hand dazu benutzen. Da haben wir so eine Schaufel gemacht mit der Hand. Heute nicht mehr. Er macht das mit ganz viel Schwung. Ja, mit der Rolle vorwärts. Okay. So, kurz die Zeit checken. Gut. So, das war als kleines Schmankerl für die 1, 2, die können jetzt auch mal im Wettkampf machen, die auch Tsurikomigoshi gerne werfen. Die können auch mal so ein Ding mit einfließen lassen und es dann mal üben, wenn ihr einen richtigen Partner habt. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen besser. Aber die Grundlagen kann man auch mit der Puppe legen. So, letzte Woche haben wir Roll- und Laufwürgen gemacht. Das sind die zwei meistgemachtesten Würger. Die machen jetzt heute nochmal. Ja, Roll- und Laufwürgen, aber gleich im Übergangsstand Boden. Das heißt, ihr simuliert mit der Puppe. Dass die einen tiefen Zionar gemacht. Ja. Hier tritt ein, bis unten. Und das Erste, was wir machen, ist Laufwürgen. Das heißt, wir bereiten das vorher schon vor. Greifen ganz hoch oben am Hals. Ja. Jetzt lasse ich die Ipponzionage eindrehen. Die fällt runter auf die Knie. Die springt vorbei, sodass ich vorne über dem Arm mit meinem Po an dieser Kurve hier bin, zwischen Hals und Schulter. Ich packe das Bein und die Hose, wenn sie hat, ja, könnt auch um den Arm gehen, geht genauso, aber der kann er besser flüchten, besser ist, wenn ihr die Beine habt. Und dann lauft ihr los, ins Kopf, die Knie berührt und hier oben zuziehen. Ja? Okay. Guck mal, legt los. Fertig. Was mehr Bewegung sind, machen wir 2 Minuten lang.
Und die Zeit läuft. Nicht, aber egal, könnt ihr trotzdem schon machen. Schadet keinen, das auch länger zu machen. Und los geht's. Genau, laufen, 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 laufen. Ja, wenn die Beine nicht bekommt, nimmst du den Arm. Ja. Wenn die Beine nicht bekommt, nimm den Arm. Kann auch sein, dass beim Kämpfen die Beine nicht bekommt, dann nimm den Arm. Schieß vor, zack, laufen, laufen, laufen. Für die U15, noch nicht so wichtig. Ja, aber für die U16, die in U16 kämpfen, die dürfen schon würgen. Ja, ruhig. Das ein paar Mal üben, ist einer der meistgemachtesten Bürger, damit ihr merkt, was auch passiert, wenn ihr einen nicht so guten tiefen Szenario macht. Ja, gleich verteidigen das Ganze. Das kann man natürlich nicht üben, die Verteidigung. Ja. Oder ein bisschen langsamer als meine Oma, als deine Oma. Ein bisschen flotter. Guck um hier, hopp rein! Zack! Oh, ist das schnell, jawohl, vorbei, gleich sitzen richtig und loslaufen, laufen, 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 das heißt laufen! Genau! Ne, jetzt läufst du! Laufen, laufen, laufen! Warum nochmal laufen? Wenn ihr lauft, dann biegt er sich zu einem U. Wenn er zu einem U biegt, dann der Hals auch länger. Ja? Dann könnt ihr besser. Das ist genauso, wenn er aus der Bauchlage wird, soll der hier die Beine reinmachen und hier Bauch nach vorne drücken, dass der im Kopf so leicht hochkommt, dass hier mehr Platz ist fürs Wirken. Warte, 20 Sekunden! Das muss euch auf jeden Fall ins Blut übergehen. Das sollte schon ein Automatismus irgendwann mal sein, dass wenn ihr einen tiefen Szenar gekämpft habt, das Ding so abwehren könnt. Sehr gut! So, Laufwürgen. Rollwürgen. Das war Laufwürgen, jetzt Rollwürgen. Rollwürgen wird ein bisschen schwierig mit der Puppe, weil die keine Bank machen kann. Das heißt, wir müssen ein bisschen schummeln. Ja, die macht auch wieder tiefe Szenenlage. Schwupp. Zeige ich so vor. Die Ponzenlage, schwupps. Jetzt ist die halt so. Dann ziehe ich die ein bisschen hoch. Beine rein. Hier Bein packen. Ja, jetzt im Kopf unten rein. Ich sage immer Bauchnabel angucken, Kopf oben rein. Und jetzt bin ich raus aus dem Bild. Muss ich nochmal machen. Und dann so. Zack. Kurz packen. Beine rein. Oder ein Bein rein. Das Bein, das am Polen ist, kommt rein. Hier Beine oder Hose festhalten. Im Kopf richtig unten reintauchen. Richtig über die Rübe nach vorne. Und jetzt Bein drüber. Und abwürgen geht's nach hinten. Nicht die Beine überstrecken, das dürft ihr nicht machen, weil da Muskeln am Popo gerissen sind und deshalb ist das verboten. Ihr haltet nur das Bein so fest und wirkt hier. Ja, nicht die Beine hochziehen. Okay, am besten immer die Kniekehle einhaken. Dann kann da nichts passieren. Okay, 2 Minuten! Rollwürgen! So. Ha? Okay, fertig und los geht's! Ah, und also. Da wirklich ist diese Rolle vorwärts, ja? Und der Griff ganz hoch oben am Revers. Ganz hoch oben schon am Hals. Dass da schon dran seid, ihr bereitet es vor. Euer Trainer hat schon gesagt, hey, der macht Zionage. Fast schon ein bisschen höher. Und den ganz ausweichen. Ja, Schlinge machen. Zack, Rolle. Und abwürgen. Auch das muss für euch ein Automatismus werden. Die beiden Würgetechniken sind die meistgemachtesten Würger bei den Wettkämpfen. Wenn gewürgt wird, ist ja relativ selten. Ja, nicht so zufassen mit die Kokos, sondern richtig hier
Ja, eine Faust machen. Also, fest, ihr greift die andere leer. So besser könnt ihr ziehen, wenn ihr nur so die Finger einhakt, ja, wird das nichts. Und die letzten 30 Sekunden. Komm, das schafft man mindestens zwei. Und zu ziehen. Gut. Ups. Einer geht noch. 10. Voll. Losgelassen. Gut. Okay. Dann können wir kurz was bringen. Wir geben noch mal Gas zum Schluss. Wo wir dann zum Dehnen kommen. Wir machen unsere Wurfkanonade. 3 mal 30 Sekunden. Immer rechts und links abwechselnd werfen. Weil wir das Thema Tsurikomigoshi gehabt haben, machen wir Morotesionage oder Tsurikomigoshi in dem Ellbogen und so die Tsurikomigoshi auf der anderen Seite. Ja? Ärmel, Revers, nie loslassen. Sei kurz nochmal, was ich meine. Die Wurfkanonade sieht so aus. Also entweder hier, so, Ellbogen hier drunter, oder Morotesionage. So. Ihr bewegt nicht euren ihr bewegt nicht eure Beine, ihr bewegt nur die Arme in der Oberkörper. Ich mache jetzt hier Morotte und hier Tsurikomigoshi. Und ihr zieht eure Puppe immer wieder auf euren Rücken, dreht euren Oberkörper, dass ihr nach hinten schaut und dann bam, auf die andere Seite. Bam, auf die andere Seite. Bam. Danach habt ihr 30 Sekunden Zeit, schnell die Puppe zu richten und dann geht es wieder los. Ich muss kurz rechnen. 2,5 Minuten das Ganze. Achtung. Ich muss kurz einstellen. So. Fertig. Und die erste Runde, los geht's. Nicht die Beine bewegen. Werfen. 30 Sekunden lang. So, Tsurikomigoshi. Tsurikomigoshi macht die Kokoro. Andere machen Morotesionage und Soli Tsurikomigoshi. Los, los, komm schon, bisschen schneller. Ja, jetzt hat die Puppe ein bisschen Gewicht, Koko. Sie werden ein bisschen mehr anstrengen, komm schon. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden, komm schon. Weiter durchhalten. 5. Und Pause. Schnell die Puppe richten. 30 Sekunden Zeit. Achtung, geht gleich los. 15 Sekunden. Fertig machen für die zweite Runde. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und go! Richtig mit Schwung. Oberkörper drehen mit. Jawohl. Jawohl. Komm, ein bisschen mehr mit Kraft nach vorne. Ja, komm schon! Weiter! Und Halbzeit! Weiter, komm schon! Hoch! Und noch 5 Sekunden, komm nochmal hoch! Los! Und Pause! Schnell die Puppe richten! Letzte Runde dann! Noch 15. Dann denkt immer dran, hier aus dem Bauch und aus dem Rücken raus, die Puppe rüberholen und reinbrettern. Ja? Noch 5, 4, 3, 2, 1 und go! Voll! Die Sekunden sind rum, komm, weiter! 10 Sekunden! Weiter! 10 Sekunden!
5, 3, 2, 1, und stopp. Sehr gut. Puppe auf die Seite. Und wir dehnen uns noch ein bisschen. Oh, jetzt ist aber schon früh dunkel hier irgendwie. Egal, jetzt kriegen wir noch hin, die letzten 5 Minuten. So, wir bleiben stehen. Beine zusammen. Und wir gehen mit den Fingerspitzen nach unten, bis wir auf dem Boden sind. Wenn es geht, mit der Handfläche auf den Boden kommen. Die Knie dabei ganz durchdrücken. Dann kann man so ein bisschen springen. Es scheinen sich die Gemüter, ob man statisch und dynamisch stehend. Scheint die Gemüter, ob denen überhaupt was bringt. Aber Schaden tut es nicht. Gut. Dann knien wir uns hin. Gehen mit dem Oberkörper nach hinten. Und wir nehmen den Popo nach oben. Spannung hier vorne im Oberschenkel. Aua. Hey, oh. Ja, guck mal, das ist super. Besser als der alte Papa. Oh, mir spannt es jetzt schon. Ich hebe es mit mal hoch. Alter! Gut. Legen uns auf den Rücken. So. Und wir ziehen das Knie an die Brust ran und strecken das Bein zur Decke hoch. Spannung muss hier hinten sein. Richtig ranhalten und das Bein ziehen zu euch und dann hoch das Bein zur Decke, als wenn ihr die Deckenplatte hier hochhebt. Oh, hab ich mir was. Und da. Schauen wir mal, vielleicht noch für alle Herren. Gut, Seitenwechsel. Zehen anziehen. Gut. Wir gehen an die Knie. Machen die Beine breit, so breit wie möglich. Und legen uns mit der Brust auf den Boden. Ein Stock höher zu den nächsten Muskeln. Die Adduktoren. Wir können den Popo auch ein bisschen nach hinten schieben. So, den Popo ein bisschen nach hinten schieben, ja nicht so, ein bisschen nach hinten. Spannung muss zwischen den Beinen sein, an den Adduktoren. Gut, gehen wieder ein bisschen höher zum Bauch und zum Rücken, kurz ein bisschen näher. Nur als wir im Hausecke hinsetzen. Und wir drehen uns nach hinten, so weit wie möglich. Seite wechseln. Gut, dann machen wir die Rolle rückwärts, mit den Zehen hinterm Kopf auf den Boden kommen, schön hoch mit dem Popo und nach hinten, dass die Bandscheiben ein bisschen gequetscht werden und sich wieder mit Wasser füllen, mit Feuchtigkeit füllen. Ja, das schafft, kann die Knie auf den Boden bringen. Gut, wieder zurück. Noch ein Stück höher ab zum Kopf, zur Halsmuskulatur. Hände in den Kopf, Kinn auf die Brust und runter geht's.
Gut, Schulter noch. Oh, haben wir vergessen, genau. Schulter vergessen. Die nehmen wir in den Kopf. So. Schulter, Bizeps und hier Lat. Und ziehen hier. Seite wechseln. Gut, dann gehen wir mal unten durch. So weit wie möglich. Seite wechseln. Gut, das war's für heute. Wie es nächste Woche weitergeht, schaut auf den Kanal rein. Vielleicht nehme ich auch ein Training live auf. Muss ich mal sehen, wie wir das weitermachen. Ich finde das eigentlich ganz spannend mit dem YouTube. Ich weiß aber noch nicht, wie das weitergeht, weil es das andere gerade zu viel Zeit in Anspruch nimmt, die neuen Trainings zu planen. Naja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo wieder. Auch unsere Gäste. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche alle zahlreich hier in die Judo-Schule seid, sind, dass wir wieder halbwegs richtig trainieren können. Schöne Ferien noch. Schönen Feiertag morgen. Tschüss, ciao, bye, bye. Eure Coco und euer Roman.